Also, wir haben uns gedacht, was ist eine schönere Geste, um Dankeschön zu sagen für diesen besonderen Ort, als das mit einem Lied zu tun. Wir haben so ein bisschen versucht, in diesem Lied, was wir gleich singen werden, die Geschichte des Was Nuns zu erzählen. Diese Kneipe gibt es seit über 42 Jahren. In diesem Jahr wäre sie 43 Jahre alt geworden. Und ich hatte das Glück, dass ich einige von den ganz alten Stammgästen hier und auch Leute, die damals mit Conny und Jürgen als Kollektiv diese Kneipe gegründet haben, die haben sich mit mir einen ganzen Abend hingesetzt und wir haben ein paar Bier getrunken und sie haben so ganz frei aus dem Nähkästchen geplaudert, wie alles damals gekommen ist und was über die Jahre so passiert ist. Und aus diesen Informationen habe ich versucht, ein kleines Lied zu stricken. Es gibt sogar eine wissenschaftliche Arbeit über das Was Nun, die mir ausgehändigt wurde. 100 Seiten pures Gold. Ich habe nicht alle 100 Seiten in das Lied reingekriegt, aber bestimmt 75 davon. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend diesen besonderen Abschiedsabend mit den beiden hier verbringen dürfen. Und ich glaube, der Refrain von dem Lied ist so einfach, dass ihr den ab dem zweiten oder dritten Mal alle im Ohr habt und auch mitsingen könnt. Der Was Nun Song, uraufgeführt heute Abend hier vorm Was Nun. Naiv wir waren, haben gedacht, dass es immer so weitergeht, waren blind, dass irgendwann die Zeit sich nimmt, was sie uns geschenkt hat. Hätten wir gewusst, dass das der letzte Sommer war, als der Lebensdurst so in der Luft zu spüren war. Conny, oh Conny, mach bitte noch nicht zu, fast 43 Jahre gibst du uns ein Zuhause. Jürgen, oh Jürgen, das kannst du doch nicht tun, jetzt stehen wir hier vor dir, ein schales Bier in unserer Hand. Und fragen uns, was nun? Diese Kneipe wurde von 12 jungen Menschen geboren, als sie in ihren 20ern waren. Mit der Zeit gingen manche verloren, bis nur noch 2 davon übrig waren. Das waren Jürgen und Conny. Eine Schnapsidee, weit weg im fernen Griechenland, wurde Wirklichkeit, als Herbert diese Kneipe fand. Conny, oh Conny, mach bitte noch nicht zu, fast 43 Jahre gibst du uns ein Zuhause. Jürgen, oh das kannst du doch nicht tun. Jetzt stehen wir hier vor dir, ein schales Bier in unserer Hand und fragen uns, was nun. Und als verlobtes Paar in ihren allerbesten Kleidern und gekämmtem Haar haben 2 mit der Brauerei gefeilscht, bis es endgültig war. Und der Vertrag wurde unterschrieben. Man nahm einen Kredit und das, was jeder angespart. Und so ging die Kneipen-Großfamilie an den Start. Conny, bitte noch nicht zu, fast 43 Jahre gibst du uns ein Zuhause. Jürgen, oh Jürgen, das kannst du doch nicht tun,
Jetzt stehen wir hier vor dir, ein schales Bier in unserer Hand und fragen uns, was du. Und mit eigener Kraft wurde renoviert, sich solidarisiert mit den Menschen der Nachbarschaft. Wurde demonstriert, für Frieden protestiert, gegen Atomkraft, für Liebe und Gemeinschaft, für eine bessere Welt ohne Klassen, ohne Isolation und mehr Menschlichkeit als unser allerhöchster Lohn. Conny, oh Conny, mach bitte noch nicht zu. Fast 43 Jahre gibst du uns ein Zuhause. Jürgen, oh Jürgen, das kannst du doch nicht tun. Jetzt stehen wir hier vor dir, ein schales Bier in unserer Hand und fragen uns, was nun. In der Nordstadt gibt's eine Kneipe, die etwas ganz Besonderes hat. Komm wie du bist, was willst du trinken? Komm an unseren Tisch und sag uns deinen Namen. Ich bin gerne hier zu Gast und freue mich euch zu sehen. Und vielleicht wird das, was nun ja wieder auferstehen. Conny, oh Conny, mach bitte noch nicht zu. Fast 43 Jahre gibst du uns ein Zuhaus. Jürgen, oh Jürgen, das kannst du doch nicht tun. Jetzt stehen wir hier vor dir, ein schales Bier in unserer Hand und fragen uns, was nun. Und fragen uns, was nun. Und fragen uns.